Willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir mal oder ein kleines Review über die Klasse von Beanets Gamer. Zwar die Soaker SA1. So, ich zeige euch noch schnell, was ich da habe. Eben den Schalldämpfer hier, dann Grip, Tech 2 Grip, das erweiterte Magazin und das Holovisier, glaube ich, genau. Plus diesen Zusatzgriff, Composite, jo. Dann, was haben wir noch? Eben Betäubungsgranate, dann diese drei Sachen hier, die wisst ihr ja wahrscheinlich, was das sind. Und ja, wir werden mal schauen, wie wir so in einem Teamkampf abschneiden werden. Also, ich hoffe eben, dass das Tutorial oder besser gesagt das Review gut wird. Ja, eben, es geht heute primär eigentlich nicht um den Score oder sowas. Es geht wirklich eigentlich um die Waffe selbst. Also. Recon aircraft on the way. Gut. So. Oh, 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 oh. Da ist ganz niemand in der Nähe. War da eben. Ah, nee. Eben. Ich versuche euch so gut zu zeigen, wie es geht. Und ja. Eben, es gibt ein paar Nachteile, ein paar Vorteile, ein paar gute Sachen von dieser Waffe. Und ich möchte ja eigentlich das... So, gerade zeigen, wenn ich danach irgendjemand töte, also wenn ich dann jemand sehe und dann ihn, ja, töte. Ich wiederhole mich so oft. So, wo sind die Leute? Hier ist jemand auf dem Screen. Also, hier haben wir schon mal das erste gesehen. Erstes Mal, also ich, das ist auch wirklich so, ich werde nur das sagen, was eigentlich immer so ist. Er hat mich nicht bemerkt wegen dem Schalldämpfer. Also, der Schalldämpfer ist wirklich ziemlich gut. Er hat mich nicht gehört und das ist wirklich ein etwas Positives. Hier seht ihr auch, genau, er hat mich auch nicht gesehen. Er war nicht sicher, wo ich war wegen dem Schalldämpfer. Vielleicht hat er auch einfach den Sound nicht angestellt. Jetzt hier wieder. Kein Blassen, woher er kommt. Das ist sehr gut. Dann... Boah, Mist. Dann das nächste. Der Teammatch ist schon bald zu Ende. Die Feuerrate ist ein wenig langsam. Also die Fire Rate, also wie viele Schüsse pro Sekunde. Die ist ein bisschen langsam, aber immer noch nicht schlecht. Und ja, eben insgesamt ein sehr gutes Gewehr. So, ich hoffe, wir können den noch erwischen, weil kann ich euch noch sozusagen den Fernkampf zeigen. Ich hoffe, dass ich euch das noch zeigen kann, weil das Gewehr ist extrem stabil, wenn man schießt. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich sogar noch einen zweiten Teamkampf machen, damit ich euch das noch besser... Genau, hier... Perfekt, perfekt. Das Gewehr geht nicht irgendwie weg oder so wie die Compact. Glaube ich, die Compact war es, ja. Eben, das ist natürlich perfekt. Jo, was habe ich noch zu diesem Gewehr zu sagen? Im Allgemeinen ist es wirklich eine sehr gute Klasse von Beanets Gamer. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Jedoch nicht so gut, wie er es angepriesen hat. Er hat gesagt, wow, ja, das riesig und weiß ich was, aber nee, so wahnsinnig gut ist sie auch wieder nicht. Also sie ist sehr gut, sie ist für den wirklich eigentlich Durchschnitts-User perfekt geeignet und jo, eben ich bin, seit ich diese Klasse habe, bin ich wirklich stärker. Also ich darf das sagen, glaube ich, dass ich da wirklich stärker bin und auch besser. Also gut, das wäre es eigentlich für dieses Tutorial. Ich glaube, ich habe eigentlich wirklich alle wichtigen Punkte gesagt. Auch eben das schöne Werfen. Jo, dann hoffe ich, euch hat es gefallen, dieses kleine Tutorial. Und bis zum nächsten Mal.